So, wir sind jetzt wieder bei Bloons Monkey City und ich muss jetzt kurz mal hier so, so und so und so. So, ja, hier, weil dann sehe ich auch, ob ich wirklich aufnehme. So, wir sind jetzt wieder bei Bloons Monkey City und wir machen heute wieder irgendein Level, was ich nicht mag. Das Level mag ich nicht, machen wir das. Weil ich will endlich mal hier meine Stadt ein bisschen schöner bekommen. Passt das hier rein? So. Dann bauen wir jetzt hier auch noch eine Spike Factory. So, die müsste mittig sein. Ach, sprechen ist so schwer. Und jetzt hier ein Ninja und jetzt können wir hier starten. Also, ich hoffe, das läuft so gut wie das letzte Mal. Das war ja eigentlich recht angenehm, wie das im letzten Part lief auf dieser Map. Ja, es ist halt einspürig jetzt gerade schwerer und ich kann mal wieder nonstop machen, weil ich es immer vergesse. Ich hasse mich dafür, dass ich es immer vergesse. Das regt mich irgendwie so auf. Das ist so eine Kleinigkeit. Eigentlich macht das ja nichts, wenn ich in der zweiten Runde erst nonstop aktiviere, aber ich weiß nicht. Ich finde es toll, wie der Ninja einfach irgendwie alles trifft. Weil der schießt irgendwie so und dann trifft er hier noch irgendetwas. Es gibt nur sehr wenige Shurikens, die rausfliegen, außer jetzt gerade. Blödes Beispiel, Ninja, blödes Beispiel. Nee, ich hätte gern keine schwarze Meldung, die durchkommt, ne? Okay, wenn das geht. Okay. So, Ninja upgraden. Ist unser Ninja schon ein Boss-Ninja? Naja, unser Ninja ist eigentlich erst ein Boss-Ninja, wenn der vor dir ist, aber das werden wir wahrscheinlich erst in einer anderen Aufnahme haben, weil ich jetzt nach diesem Part hier aufhören werde aufzunehmen. Ich habe jetzt 5 Parts am Stück aufgenommen. Und mein Tagesplan ist auch voll. Aber ich muss sagen, das Spiel bockt hart. Ich habe den Sound irgendwie ein bisschen zu laut. So. Prima, jetzt können wir anfangen zu farmen, beziehungsweise uns jetzt noch eine, ja, erstmal eine Banana Plantation holen und danach uns ein bisschen um die Let Poppen Power kümmern. So ein einfacher Mörser muss da ausreichen. Oder? Ja, müsste. Wieder hierhin platzieren, einfach ähnlich ein Bild machen. Okay. Ja, ich mag Mörser. Mörser sind echt toll. Oder Mortar. Ich mag irgendwie die. Ich hab in der letzten Folge den endlichen deutschen Begriff für Mörser gefunden. Und zwar Mortar gefunden, und zwar Mörser. Denke ich, dass das ist der Begriff. Und ja, das ist besser auszusprechen als Mortar, finde ich. Mortar klingt irgendwie so falsch. Klingt irgendwie falsch. Ich weiß nicht wieso, aber Mörser klingt schon besser so. In meinen Gedanken. So, jetzt werden wir uns um die LED-Bomben-Power kümmern und das wird ein Mörser sein. 720 ist nicht so viel. Was sind die Schnellwalters für einen Mörser? N oder sowas, ne? Ne, B, oder? B ist. So. Wieder auf Bernie-Stuff bringen. Können wir eigentlich mal hierhin machen, damit der Lab-Ballons vielleicht ein bisschen früher poppt. Der ja noch gut da irgendwas gegen machen kann. Aber Bernie's Stuff ist echt ein starker Skill. Oder ein starkes Upgrade. So, jetzt werden wir uns einfach mal wieder einen Boomerang-Monkey holen. Beziehungsweise farmen. Nee, V war der Hotkey. Ja, easy. Ich bin immer vorsichtig. Weil ich bin halt hart Bloonstones geil und ich will nicht jetzt wegen nur ein paar Ballons meine Bloonstones verlieren. So, also halt keine bekommen. Das, ne.
Ne, das geht nicht. Also jetzt will ich die zweite Farm relativ schnell haben. Und wir haben die zweite Farm. Und es kommt auch schon wieder eine Menge Ballons. So, jetzt mache ich dich hier drauf. Sehr schön. Und jetzt werde ich ein Bumerang-Affen holen. So, den mal wieder Third Tier machen. So, und jetzt auch noch 2-3. Wenn das geht, finde ich genug. So, danke. Jetzt müssen wir erstmal alles relativ easy down bekommen. Kamera-Texture haben wir auch und dürfte kein Problem sein. Nee. Sehr schön, jetzt werden wir uns aber um noch einen Mörser, oder wir werden den hier einfach mal upgraden. So. Und wir hier hin platzieren. Oder hier hin. Ich hätte gern zwei Mörser, muss ich sagen. Weil es wäre, glaube ich, ein bisschen verschwendetes Geld. Wir platzieren wieder hier. So, und wir werden jetzt einen Glugener uns gönnen. Werden wir? Werden wir. Wir werden uns einen Glugener gönnen, den hier hinten platzieren auf Strong und so, so, so. Der macht nämlich auch nicht verkehrten Schaden. So. Und den jetzt auch noch auf Blue Dissolver machen. Damit der, damit die Ballons noch mehr kaputt gehen. Auf dem Weg bis da oben hin. Oh, Keramikballons. Und die sind dead. Geschichte. Kein Ding. Gugana reißt die alle. Das geht halt irgendwie überraschend easy. Ich habe das Gefühl, dass gleich noch irgendetwas kommt, was mich jetzt total zerstört. Ja, guck mal, wieder die zerstört. Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja, die trifft. Aber hier, guck mal, die kommen ja bis da oben hin, ey. Ja, Glugana. Toll, die Dinger. So, jetzt werde ich hier noch ein Ring of Fire hinmachen. Wenn ich die Kohle dafür habe. So, jetzt relativ zeitnah irgendwann. Da, genau. So. Ah, ich mag Glugana. Glugana ist echt toll. Am Anfang eher unscheinbar, aber boah, guck mal, wie der zerstört. 3000 schon. 3000. Und hat schon nichts mehr als der Boomerang Monkey. Deutlich mehr. Wird es auch relativ zeitnah den Ninja Monkey überholen. 6000, 4000, oh ja. Geiler Facke. Ich hätte gern noch einen von dem. Ah, ich hab nur einen Glue. Oh Gott, muss ich ja gleich einen neuen bauen, du. Das geht ja gar nicht, dass ich nur einen Glue hab. Ja, eigentlich reicht ja immer einer. Aber wenn man da mal ein paar mehr haben will, ne, hat man es ja nicht. Tragische Geschichte. So. Jetzt werden wir noch ein bisschen Mörser-Action machen. Irgendwie hier hin. Und dann eben hier hin. So. Aber ganz besonders gegen so Gruppen von Ballons ist er einfach unaufhaltsam. Der Glugana. So, und wir haben gewonnen. Haben wir noch nicht gewonnen? Ja, jetzt gleich haben wir aber gewonnen, oder? Ja, schon Runde 20 von 20. Ja, ich könnte sowieso nichts mehr gegen uns ausrichten. Der Glugana, der reißt ja alle 7000. Auch 7000, aber er hat den schon überholt. Ring of Fire kann auch locker nicht mithalten. Mortar natürlich auch nicht. Glugana einfach FTW. Also den für 6000 oder sowas, keine Ahnung, wie viel das alles zusammen kostet, zu haben, macht echt Sinn. So, haben wir jetzt ein komplettes Quadrat. Ne, wir müssen das hier noch machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann haben wir hier mal wieder ein Quadrat, oder? Ah, ne, hier unten fehlt auch noch eins. Das war very hard. Müssen wir mal schauen, wann wir das machen. So, öffnen wir erstmal wieder. Und da ist drin keine Legendary. Schade. Egal, den hier wieder.
könnte vielleicht unser erster Rang 3 Typ sein. Und wir werden uns jetzt hier an dieses Level ran versuchen. Ich bin gespannt, wie es enden wird. Regrow, Keramik ist echt nicht verkehrt. So, Farm ist nicht erlaubt. Das heißt, wir bauen wieder so. Und wir bauen hier eins hin. Und jetzt bauen wir noch zwei Monkeys. Müssen sie ein und bauen gleich den nächsten. Ja, wenigstens für die anderen auch noch mit. Ja, ich mag Ninja. Ninjas, ich finde die toll. Die entschuldigen und sowas, ne? So, jetzt werden wir den hier platzieren irgendwo. So. Und jetzt beide auf Seeking Shuriken. Ein bisschen appen. Brauchen nur 600. Ja, der eine, den könnt ihr allein reißen. So, 200. Noch. Ah, ich finde, bei Bloons Battles, Mobile Version, ne? Der ein oder andere, der es vielleicht spielt, der kennt es vielleicht, dass man irgendwie nicht immer nach jeder Runde Geld bekommt. Das finde ich irgendwie, das finde ich cool, wenn die das einbauen würden. Das, man bekommt ja Geld in so einem Intervall, aber wenn die das mit den Runden irgendwie ein bisschen abstimmen würden. Das finde ich irgendwie schon auf eine gewisse Art und Weise cool. Weil, kann man sich halt schon ein bisschen besser vorbereiten, wenn man halt genau weiß, wann das Geld kommt, wenn die Runde zu Ende ist, ne? Und da muss man dann, ich glaube, da gibt es irgendein Intervall von 30 Sekunden oder sowas, muss man mitzählen. So, jetzt können die beiden hier schon unten unten angreifen. Das habe ich schon beim letzten Mal hier gemacht. Ich werde einfach den gleichen Bild nochmal machen, wenn ich mich daran erinnere. Und vielleicht in so einem Glugana, weil man hat gerade schon wieder gesehen, der ist einfach nur Boss, das Ding. Glugana reißt die alle. So, ja, ich glaube, ich werde es einfach einen Mörser bauen. Wenn ich das und das hier habe. So, jetzt werde ich einen Mörser sparen. Weil jetzt müssten die jetzt erstmal alles hinbekommen mit dem Verteidigen. Wir haben da oben ja noch unsere beiden Spike Factories. Die ja auch jeweils für die geteilte Anzahl von Ballons zuständig sind. Das heißt, die sind beide sozusagen für andere Maps doppelt so effektiv. Naja, man muss meine Logik nicht verstehen, aber. Weil hier kommt ja die Hälfte raus und hier kommt ja die Hälfte raus. Und jedes Spike Factory hat nur eine Hälfte. Das heißt, die können. Ja, die sind doppelt so effektiv, wie wenn man nur einen Spy Factory für alles hat, ne? Dann, ne? Na, macht Sinn. Also zusammen ist nicht so doppelt. Ja, okay. Na ja, ist okay, ich aufzulabern. Ich werde jetzt hier einfach einen Mörser bauen. So, und, ja. mein Hals. Ich rede schon wieder viel zu viel. Vielleicht sollten auch mal solche Maps von Bloons Monkeys City vielleicht ein bisschen länger sein. Das finde ich auch noch, wenn man wirklich seinen Defense nicht nur auf einen Punkt verteidigen kann, sondern wirklich auch auf ja, die Balance sozusagen begleiten muss. Das finde ich schon ziemlich cool. Also wirklich, wirklich lange Level. Wo halt ein bisschen mehr rausgezoomt ist sozusagen. Und das ist bestimmt schwer zu machen. Immer noch ein Non-Stop drin, schon nach der 18. Runde, nach der 8. Runde, mir fällt es einfach nicht auf. Mir fällt das nicht auf. Das. Ich verstehe es auch nicht, warum mir das nicht auffällt. Naja. Nothing to do, you know. So, jetzt kommen schon die ersten Leds und die werden natürlich locker weggeholt. Und jetzt werde ich hier noch auf. Vega Blast. Ne, brauche ich gar nicht. Ups, ach nee, ich wollte so und so. Und jetzt werde ich mir irgendwas kaufen. Ich nehme an, ich werde mir einen Boomerang kaufen. Und hier werde ich mir auch einen Boomerang kaufen. Und beide gleichzeitig ab. Das werde ich jetzt mal hier drücken. So. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen sicher sein. Vor allem Ballonarten. Camo wird zerstört.
Dead wird zerstört, Camolette wird zerstört und Regrow Camo wird nicht getroffen, weil ich zu schnell war. Naja. Kann man nicht Sing machen, aber dafür haben wir die Spy Factory so oben. Also wir werden jetzt hier Bionic Puma machen. Ah, ich finde Bionic Puma ist schon echt cool. Spread. Ich finde es irgendwie auch, na, wäre das cool, wenn man die Seite, zum Beispiel den Wurfarm vom Boomerang Monkey verstellen könnte, wenn man sagt, dass er jetzt von links werfen soll. Mit links werfen soll. Wäre das cool oder wäre das so eine Art Cheating oder halt wird das zu sehr vieles vereinfachen, weil man dann die Position des Boomerang Monkeys viel, viel leichter irgendwie. Weil der hier ist deutlich ineffektiver als der hier. Der hier schießt so einmal rum, ne, trifft dann hier unten noch mit und der hier schießt einfach nur irgendwie so und trifft dann hier nichts mehr. Deswegen wäre das cool oder wäre das irgendwie so ein bisschen cheater-mäßig. Müsste man sich mal drüber streiten, ne? So. Jetzt gleich das hier kaufen. Und jetzt müssten wir erstmal wieder ein bisschen safe sein. Ja, oh je. Warum ging da gerade mein... Hat das gerade ein bisschen gedeckt? In einem Flash-Spiel? Wirklich, Rechner? Wirklich? Ich weiß, du bist alt, aber du bist nicht so alt. Also wenn du ein Flash-Spiel leckst, wenn ich das in Full HD aufnehme. Also bitte, ja. Der Würste ist sogar nicht Full HD. Ja, ich renne das nicht in Full HD. Wäre ein bisschen zu vieles Guten, oder? Eieieiei. Easy. Oh, wir haben schon gewonnen. Boom! Ah, es ging doch klar. Das war aber die erste. Ja, das war das erste, was wir gemacht haben. Ich kann das echt nicht merken. Ich muss nur eine Strichliste führen. So. Legendary. Nein, kein Legendary. Okay. Oh, Boomerang Monkey. Increase Attack Speed. Auch nicht verkehrt. Super. Okay, jetzt werden wir erstmal wieder Gold snacken. Bitte. Und. Wir probieren uns mal hier dran. An diesem netten, fröhlich aussehenden Gesicht. So, wir machen einfach mal. Spike Factory, bringt sie eine Spike Factory? Wir was raus. Haben wir unten rechts. Und dann machen wir ja noch zwei Tag-Shooter hin. So, mal gucken, wie es funktionieren wird. Ja, bis jetzt geht's ja noch, ne? Ich würde sagen, es ist easy win. Der Anfang entscheidet ja alles. Nein, der Anfang entscheidet bei Bloons Monkey City und bei Bloons Tower Defense wirklich gar nichts. Wenn man Late Game verkackt, dann... Außer man am Anfang wirklich sehr viele Farben hat, dann kann man... Da hat man deutlich große Vorteile für Late Game. Wie ich will auf jeden Fall hier zwei Ring of Fires haben, das ist so... Das Ziel... der Mission. Das Ziel der Mission. Ja, das Ziel der Mission. Ich glaube, ich upgrade die jetzt einfach mal. So verkehrt sind die eigentlich gar nicht. Ich upgrade die sogar, glaube ich, nochmal. Also mit dem bisschen, was sie aufhalten können. Und danach baue ich, glaube ich, einen Mörser. Ich brauche wieder zwei Mörser. Aber so LED, ich brauche einen LED-Poppen-Power. Ich weiß nicht, wie schnell die kommen, aber die sind bisher an sich recht schwer. Nur sehr, sehr geringer Weg. Muss mal schauen. Also ich werde jetzt erstmal das hier bauen. Track Spire, Sprayer. Oder wähle ich zuerst? Ich glaube, ich werde zuerst mal eine Farm upgraden. Danach werde ich Track Spire bauen. Weil Track Spire macht halt, dass er doppelt so viele Dinger schießt. Also nicht doppelt so schnell, sondern doppelt so viele, glaube ich. Und das hat es schon echt in sich. Das ist schon echt nützlich. Aber ich glaube, ich gehe zuerst auf meine Banana Plantation.
So, hier ist unsere Banana Plantation. Ich war noch nie auf einer Bananenplantage. Bananenplantage. Ich weiß nicht warum. Okay. Ist ja auch nicht irgendwie so wie ein Zoo, ne? Ich war noch nie in einem Zoo. Ich war noch nie in einer Bananenplantage. Oder auf einer. Finde ich gut, ich mag Bananen. Bananen sind toll. So, das denkt man so zwischendurch und dann ist der Hunger gegessen, ne? Snickers-Werbung. Ich finde irgendwie. Wir sollten das mal upgraden. Dann schiebe ich hier noch weiter von mir. Das sieht man schon. Jetzt haben die irgendwie viel mehr Nägel, die da rauskommen. Ist cool, ich mag es. Ja, und damit bekommen wir auch das relativ easy dann. Und auch wenn hier die Spikes zu Ende gehen, dann müssen die einmal nochmal durch und dann werden die nochmal von den Dingern daher getroffen. Dann hoffe ich einfach mal, dass es reicht, um alles hier fertig zu machen. Wir müssen jetzt allerdings nur darauf achten, dass wir alles im Late Game alles so gut wie hier Platz bekommen haben. Weil wenn Regrowths kommen, die hier so klein gemacht werden, dann hier sich wieder komplett auffüllen, ne, dann ist das natürlich negativ. Das heißt, wir brauchen erstmal jetzt Lead Bomb Power. Strong. Mal schauen, ob das ausreicht für die Lead Bomb Power. Bin echt gespannt. Ich weiß nicht, soll ich jetzt. Also, wir brauchen definitiv noch Karma Detection. Zuerst wäre, glaube ich, Ring of Fire. Ich kann ja einfach mal hier sowas weiteres bauen. Ich auch ganz schnell keine weitere Farm. Ich weiß nicht, wenn jetzt Lead Poppen, also wenn jetzt Lead Balloons. Kommen wir wirklich dann genug Power haben. Geil, wir haben zwei Farben. Können wir von mir aus eine verkaufen, wenn es so dringend wird. Es kommen schon ein paar viele Ballons, aber nicht genug. Ne? So, 19.000 haben wir jetzt. Und wir werden jetzt gleich unseren Ring of Fire bauen. Ach, können wir schon nur 2.100. So, erster Ring of Fire ist da, zweiter ist auch nicht so weit weg. Wenn wir dann zwei Ring of Fires haben, dürfte es gar nicht mehr so ein großes Problem sein, nur die Kamo-Ballons könnten auch ein Problem sein. So, zweiter Ring of Fire. Und jetzt werden wir irgendeine Kamo-Detection bauen. Was werden wir für eine Kamo-Detection bauen? Nennen wir es. Ist eine gute Karma-Attection. So. Haben wir Karma-Attection. Die paar vereinzelten Ballons hier rauskommen. So, Lead-Poppen-Power haben wir natürlich jetzt auch noch durch die durch den Ring of Fire deutlich genug. So, sehr schön. Die Frage, ob uns jetzt nicht so Rainbow Rush, der uns jetzt nicht kalt machen wird. Zebra Rigoros kriegen wir locker hin. Und wir bräuchten jetzt mal Mörser. Einfach nur für den Fall, der ist komplett unnütz, das Ding. Mörser hier hin. Wir haben es geschafft. Ist auch eine Runde lang überleben. Das heißt, wir bauen noch einen Mörser. Der Mörser hier hin, der Mörser hier hin.
Und wir haben das Level geschafft. Sehr, sehr schön. Oh, Monkey Knowledge Package. So, jetzt haben wir hier ein Quadrat bis auf 1, ne? 1 fehlt noch und das ist hier unten. Das ist aber auch ein richtiges Arschloch-Level. Egal, da haben wir jetzt hier erstmal ein schönes Quadrat. Und öffnen das letzte Monkey Knowledge Package. Und da ist drin Summer Rare, Summer Common. Nicht verkehrt. Ja, sehr schön. So, und genau, unser Boot müsste jetzt kurz vor Level 3 sein, oder? Ja, kurz vor Level 3, sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal.